Und damit auf ein neues, eine weitere Folge von Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Im letzten Part haben wir die letzte Welt erreicht. War das im letzten Part? Ja, ne? Ja. Haben uns da ein bisschen umgeguckt und haben unter anderem Daisy gefunden und haben schön Eiskunstlauf gemacht. Also guck gerne rein, war schöne Musik. Und jetzt zeigen wir dem Ciao mal, dass Daisy hier ist, dann kann er mal stolz die Blumen zeigen. So, ah. Ciao, ciao. Gefallen euch die Blumen? Sie sind wunderschön, oder? Ja, traumhaft. Was für ein wandes Meer aus Frostblumen. Da hat sie extra für dich gepflanzt und gezüchtet, Prinzessin Daisy. Was war das? Ich glaube, ich habe eben jemanden gesehen. Ciao, ciao, Kiki. Wo die Blumen zertrampeln. Ein Affe. Oh nein, wir müssen eingreifen, ehe die Blumen total ruiniert sind. Was machst du mit Chaos Blumen? Das ist doch einer von Dr. Eggmans Robotern. Er wurde sicher dazu programmiert. Das lasse ich nicht zu, den jage ich weg. Triff Kiki mit Schneebällen, bis seine GP auf 0 sind. Triffe auf Chao, verärgern Daisy. Wow. Alter, wie soll ich ihn so schnell zurückwerfen? Indem man vorher ausweicht und danach es wirft. Oh, Daisy. Oh, sehr gut. Oh. Oh, zum Glück hast du nicht Ciao getroffen. Oh, das ist noch machbar. Ich glaube noch 2 Treffer. Das hat er angetäuscht. Das war ich nicht. Ein Treffer noch. Oh, oh. Na toll. Gott, so tiefe Stimme. Boah. Was soll GP stehen? Gesundheitspunkte? Wahrscheinlich, ja. Boah. Vor allem, hier, die soll nicht die Blumen kaputt machen, aber Chao versteckt sich auch da. Ja. Ich such den Affen. Bam. Oh, jetzt geht's ab. Ein Treffer noch. Oha, sogar weniger als Hälfte der Zeit. Doch nicht. Hätte nicht gereicht. Jetzt haut er mich natürlich wieder kaputt. Ich wollte schon sagen. Jetzt noch verlieren wäre sehr peinlich gewesen. Seht doch, Kiki läuft weg! Ja, vielleicht hat er seine Lektion gelernt. Dort hinten findet sich doch ein Tor! Das ist doch eine Sackgasse! Ich versuche das Tor zu öffnen! Natürlich kriegt er es hin. Kiki hat das Tor offen gelassen, wir können durch! Ciao, ciao, danke für die Hilfe, Prinzessin Daisy. Ich danke dir, dass du mir so wunderschöne Blumen gezeigt hast. Daisy muss man eigentlich viel nerviger sprechen. hier gibt's ja auch noch einiges. Hui. Neuigkeiten. Prinzessin Daisy wurde vom bösen Tatanka entführt, aber Mario hat sie gerettet. Ja, das sind tatsächlich nicht viele. Das ist dieses Alien in diesem Raumschiff aus Super Mario. Trivialwissen. Land. Die Öffnungsfeier für die 21. Winterspiele. Zum ersten Mal in der Geschichte der Winterspiele wurde die Öffnungsfeier der Spiele in Vancouver 2010 nicht im Freien abgehalten, sondern in einem Gebäude, dem BC Place. BCP.
Da wisst ihr Bescheid. Noch mehr. Shy Guy Abenteuerbuch 3, es wird Zeit. Die Shy Guys erreichten eine kalte Insel, auf der starke Schneestürme tobten. Dennoch erbauten sie dort eine Festung und eine Basis. Oh Gott, es ist die letzte Insel. Schneesturmland. Wow, wow, hoch, wo kommt ihr denn her? Weiß nichts genaueres, aber ich dachte, dass eine der Straßen hierher blockiert ist. Die Wettkämpfe sind nicht, Die Wettkämpfer sind nicht gekommen und ich fühle mich ganz schön einsam. Wow, wow, ihr seid doch zum Wettkampf 4, oder? Wow, wow, welche Disziplin ist das? Gute Frage. Was war es denn nochmal? Oh, ich weiß es, Snowboard-Kurs. Aber es ist so lange her, dass ich das ganz vergessen habe. Lande einen Bestsprung von einer Sprungrampe. Du drehst dich, wenn du es richtig machst. Ist das das mit gegen Jet gewesen? Weiß es nicht. Nee, das war das nicht. Ach, das ist das. Ja, das kriegst du hin. Das hast du ja schon mal eigentlich bei jedem Sprung immer gut gemacht. Ist ja ewig. Ja, du musst ja nur einen Sprung machen. Das ist mit... mit Controller, oder? Ja. Das war das. Probier's aus. A, B, L, R, alles. Springen ist wahrscheinlich im richtigen Moment A drücken oder B? Kann ich ja nicht sagen. Ich hätte mal auf, hätte mal lesen sollen. Jetzt den besten Sprung. Hä, im richtigen Moment drücken, einfach wenn du ein gutes Timing hast bei dem Sprung. Ja, ja, aber was denn drücken? Ich hätte A oder B gesagt. Da kommt der erste Sprung. Kann natürlich ein L und R sein. Ich weiß nicht, ob du L und R für irgendwas benutzt. Im Drift auf jeden Fall. Ja, dann wird es dafür nicht sein, oder? Das ist es nicht, hä? Ja, okay. Keine Ahnung, wie man springt. Steuern gucken? Kann ich die Charaktere wählen? Ja, ich glaube schon. Aber ich bin mir unsicher. Sehen wir gleich. Y-Knopf. Da fängt schon an, wo ist ein Y-Band? Das ist ja auch gut zu wissen. Das wusste ich ja schon, das habe ich ja schon gemacht. Was soll springen? B. Habe ich doch gesagt. Ende der Rampe. Okay. Rotschreiben muss ja nicht übertreiben. Warte, stopp. Vielleicht kommt da ja noch was. Also was hast du denn sonst eben immer gemacht? Ich habe hier alle möglichen Tasten gedrückt. Aber du hattest doch den Sprung gemacht. Du hattest doch den Turbo bekommen. Vielleicht ja nicht perfekt. Okay. B
Bestsprung muss noch besser sein, oder was? Na, bin ich mal gespannt. Das läuft ja gut mit Elo der. Ich auch. Here I go. Siehst du? War nur falsch. Moment. Einfach zu früh gedruckt wahrscheinlich. Ja, ja, Amy. Allerbeste bist du. Wir haben alle Kristalle. Ja, okay, jetzt sagt er es natürlich. Wow, Mission abgeschlossen. Prima. Oh, das war einfach spitze. Ich dachte, ich träume. Eure Energie ist beeindruckend. Ich fühle mich gar nicht mehr einsam. Ich halte hier die Stelle und kommt wieder vorbei, um anzutreten, wenn ihr wollt. Du wirst doch eh wieder einsam, wenn wir gehen. Naja. Lass sie doch. Er hat doch Hoffnung. Ja, darf auch. Geh erstmal da hoch. Weil da unten ist eine Höhle. Aha, aha. Ciao, ciao. Ihr wollt beim Eiskunstlauf teilnehmen, oder? Na, okay. Ciao, ciao. Das hier ist die Wettbewerbsstätte. Ciao, ciao. Wenn ihr nicht deswegen hier seid, dann geht lieber. Führe eine Sprungkombination, zwei Sprünge in Folge zur Melodie von Carmen aus. Ja, das ist eh vorgegeben. Das musst du einfach nur schaffen. Also. Easy. Den Song hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Oh, Pell. Ey! War noch nicht fertig. Schade. Naja. Kommt wieder gleich nach dem Story-Mode. Da freut sich wer. Ciao, ciao. Nur weil ihr gewonnen habt, ist es noch nicht vorbei. Das war eine leichte Mission. Da draußen warten schwierigere Missionen auf euch. Ja, vor allem die eine Snowboard-Mission, wo wir immer noch nicht wissen, wie man die löst. Lucky du. Hä? Den kann man doch gar nicht spielen. Warum ist der da so? Ja gut, fragen wir ihn erstmal, was los ist. Das ist nämlich sehr interessant, weil, hä? Ach, wie spricht mir Lucky doch? Hallo zusammen. Wer ist das? Er schwebt auf einer Wolke. Wie macht er das nur? Ups, wir winken dem Zeitball hinterher. Ich bin Lakito, ich zeige den Leuten, wie Short Track funktioniert. Na, da konnte noch niemand die Mission abschließen. Es warten so viele Preise darauf, gewonnen zu werden, aber bisher gab es keinen Sieger. Deshalb suche ich auch einen Teilnehmer, der gewinnen kann. Oh, der braucht Daisy. Halt, du bist Prinzessin Daisy. Du hast deine Eislaufkünste im Schloss von Stichtobler trainiert. Wenn du die Mission schaffst, gewinn hier einiges. Ansehen. Ich beim Wettbewerb? Ja, du musst zwei Missionen schaffen, für die ich verantwortlich bin. Zwei. Es gibt auch einen Preis, einen Meteor-Curling-Stein. Um genau zu sein. Der Erholungsbereich ist weg. Erreiche als erster das Ziel, ohne dich zu holen. Ja, das schaffen wir. Das ist übrigens die normale Version davon. Die wir auch gegen Rector genommen haben. Genau. Kriegen wir hin. Muss man nur gut einteilen. Uiuiui. Uiuiui. Na, pass auf die Ausdauer.
Luigi ist eine halbe Runde hinter dir, das ist noch um 4 Platz. Aber der Zielgeraden kannst du jetzt gleich einsetzen, aber noch nicht. Sehr schön. Erster Platz. Easy. Ich schätze mal, dass da doch nur dein Name steht. Ja. Nicht so von meinem Namen hingepasst. Ah, ich wusste ja, dass ich gut im Eislaufen bin, aber das hat mich selbst überrascht. Herzlichen Glückwunsch, Daisy. Jotrick wird sicher noch viel beliebter. Ich freue mich ja so. Wenn wir jetzt doch nur Lakitus andere Mission schaffen würden. Der Preis für beide Missionen wäre ein Meteor Königstein, nicht wahr? Genau, viel Glück bei der Suche nach dem Ort der zweiten Mission. Die Suche nach der Mission. Oh. Die Suche nach der Mission ist vielleicht schwerer als die Mission selbst. Ich werde euch natürlich erwarten, wenn ihr sie findet. Aber du bist hier noch. Bleibt einfach hier. Die ist hier. Und schupp. Ciao, Abenteuerbuch 4. Schließlich erreichten sie das Randgebiet der Insel, auf der eiskalten Schneestürme wüteten. Dort begannen sie mit dem Bau einer Festung und Basis. Dort sind sie folgt. Erstmal eine Röhre. Aber wir können nach oben gehen und da ist eine Truhe und. Ja, da links vielleicht noch was. Schade. Was ist da oben? Ach nee, von da kommen wir. Wenn man runterspringt, sollten wir zuletzt machen, denke ich. Oh, wer ist denn hier? Uiuiui. Hallo, ihr zwei. Hey, Mario. Na, Schnauf, lass ich den Sieg im Bobsport nicht zu Kopf steigen. Warum musstest du unbedingt durchs Gebirge marschieren? Zwei seid ihr doch von der Polarstraße her gefolgt, um Revanche zu nehmen. Und wenn schon bei Snowboard Cross bekommen wir unsere Sound und Rache. Wow. Ja, jetzt lassen wir uns eben nicht unterkriegen und kampflos schon gar nicht. Oh, da fehlt euch zum Snowboard Cross der nötige Moon. Erreiche das Ziel vor Waluigi und Wario. Das hatten wir noch nicht, oder? Weiß ich glaube, es ist eine Disziplin, die wir noch nicht hatten. Ach, das, okay. Aber sogar eben gerade erst. Ja, okay, ich habe halt gerade an was anderes gedacht. Aber wir müssen ja merken, in dieser Welt gibt es halt nur normale Disziplinen. Ja, dann let's go. Time haben wir raus. Ab geht die Post. Passt. Damit meine ich natürlich das Timing bei den Rampen und nicht beim Start. Behindern die sich jetzt auch selber? Meinst du? Stehen geblieben. Ja, nicht perfekt. Haben wir geschafft, auch wenn es irgendwie ein bisschen dümmlich aussah. Das habe ich auch nicht verstanden, was er gesagt hat. Aber was mit Performance? Sehr schön. Na, unfassbar, wir haben verloren.
Ja. Na, unfassbar, wir haben verloren. Muss mehr trainieren. Ja, schiebt doch nicht immer alles in die Schuhe. Wir waren noch müde, weil wir nicht hinterhergerannt sind. Genau, ihr solltet uns schauen, damit es einen fairen Wettkampf gibt. Oh, jetzt ihr beiden. Dann haben wir eben mal verloren, gewöhnt euch nicht dran. Bei unserem nächsten Treffen kommt ihr nicht so leicht davon. Wir sollten jetzt los, oder Wario? Recht hast du. Was? Immer noch nicht fertig mit dem der Schadenfreude? Ihr wollt, dass wir uns euch anschließen? Na, das ist das Verrückteste, das ich gehört habe. Jeder wettet das. Die sind jetzt nur nett zu uns nachher. Uns die ganze Arbeit zu geben. Aber stimmt, dass wir die Sache für sie rumschleppen und sie dann noch bekochen. Was? Ich habe nichts gehört. Hast du? Könnte eine Chance sein, auf die wir gewartet haben. Haltet mir denn meine Freunde warm, aber deine Feinde wärmer. Überrumpele sie. Dann ist das abgemacht. Wir machen bei euch mit. Ihr braucht jedenfalls keine jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. So steht mal fest. Eure Valute sind mit von der Partie. Na, wenn es eine was ist deine gibt, meldet sich unsere Maschine hier. Na, seht ihr, wir helfen euch, ja. Wie wär's da mal mit ein bisschen Anerkennung? Kannst du den Schatzdetektor im Gegenstandsbildschirm des Menüs ein- und ausschalten? Der ist schon an, oder? Ja. Nee, jetzt ist er an. Nee, jetzt ist er aus. Ach so. Merkt man. Ja, wollte ich sagen, wir machen wir uns ab nach QB Rind erstmal. So, den einen einmal musst du dann runterspringen. Hier, genau. Hä? Ach, da ist noch einer, ich wollte schon sagen. Neuigkeiten. Wario ist Vorsitzender der WarioWare Inc. und ist sehr an Geld interessiert. WarioWare, cool, dass das hier angesprochen wird. Labern. 18. Und noch mehr. Noch mehr. Look, look, look. Oh, das ist gut. Das ist cool. Muss ich jetzt nicht mehr A-Spammen die ganze Zeit. Na no, die ist ja leer. Die ganze Arbeit, alles für die Guts. Lass mich raten. Die hat Rouge ausgeplündert. Was hätte man... Hä? Was wäre jetzt passiert, wenn wir vor hier gekommen sind, während bevor wir die geholt hätten? Das wissen wir nicht. Schade. Wenn wir leider nicht rausfinden. Interessant. Ne, wir müssen wieder runter. Sollst du jetzt Backtracking machen? Nee, also ja. Also es gibt, wir können jetzt wieder ein Minispiel noch machen. Nämlich mit einem sehr gewieften, den wir jetzt dabei haben. Ja, schön auf die Brücke zum Teli. Ist mal eine nette Bezeichnung für Teleporter. Deli, Deli. Chinese. Kubirind, wir kommen. Kubirind 1, würde ich sagen. I. Und das Minispiel mit Wario. Also das kommt jetzt nicht, aber das was irgendwann kommt. Ja, darunter musst du. Schon ein richtiger Weg, den du hörst, wenn du runtergehst. Ja. Nein. Das ist eigentlich mit Wario, das ist echt nervig, aber jetzt kommt erstmal Waluigi. Hey Leute, schöner Tag für ein Abenteuer, nicht?
Dieser Steiger ist furchtbar nervös wegen irgendwas. Er findet ganz sicher was im Schilde. Hey, wieso bist du denn so da, Beleg? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich warte nur auf einen Freund. Der hat sich gerade auf mein Abenteuer gestürzt. War Luigi, machst du nichts vor? Hältet sich die Nase zu. Aber das ist die Wahrheit. Ich frage mich, wo dieser Freund von Steiger wohl ist und was er für ein Abenteuer sucht. Vielleicht befindet er sich an einem Ort, den wir noch nicht waren oder wo den wir nicht kennen. Kann ich an dem wissen, wo da noch eine Wolke ist? Ja, okay, aber wie kommen wir denn? Bei dem Baum waren wir auch noch nicht. Wie kommt man da hin? Da wohl noch weitermachen. Ja, müssen wir noch suchen. Habe ich jetzt eigentlich nicht bald mit weitermachen? Hä, wo soll das sein? Vielleicht schaltet man das sich um was anderes erst frei. Achso, nee, ich glaube, das ist mit irgendeiner Feder. Müssen wir da hin, weil hier gibt's nichts. Jan, du musst hier. Feder. Was ist mit der Feder, die da neben der Gondel ist? Hatten wir die schon mal genommen? Ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht. Stimmt, haben wir die schon. Von hier kommt man auch nicht hin, oder? Wie kommt man da runter? Deswegen ist die Frage, ob man das jetzt auch schon machen soll. Ich glaub halt nicht. Weil wir können, glaube ich, auch einfach weitergehen in der anderen Welt. Ich glaube, das sollten wir machen. Dann würde ich sagen, wir treffen uns im nächsten Part vom Eis in der letzten Welt und vielleicht lösen sich die Dinge dann von alleine. Wir hoffen, euch hat diese Folge von Let's Play Mario und Sonic bei Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gefallen. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.